Hallo und herzlich willkommen, und falls ihr gerade zufälligerweise auf dieses Video geklickt habt und euch fragt, was das hier ist ein Gameplay zu Star Conflict. Und jetzt denkt ihr euch, hey, Star Conflict, Moment mal, das Spiel gibt's doch schon eine Weile. Warum machst du jetzt erst ein Gameplay dazu? Sehr einfach. Es ist eine Space Sim, im Grunde genommen. Und eine Space Sim spielt man mit einem Joystick. Ja? Wenn man eine Space Sim nicht mit dem Joystick spielt, dann macht man was Grundlegendes falsch. Das Problem ist nur, ich habe einen recht alten Joystick. Von Trust. Und der funktioniert noch über Gameport. Ich habe aber keinen Gameport an meiner Grafikkarte. Deswegen musste ich mir erst einen Gameport zu USB-Adapter bestellen. Und ja, jetzt habe ich einen. Der Adapter ist von Logilink und bisher funktioniert er ganz gut. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass an meinem Joystick die Z-Achse nicht richtig funktioniert. Die steuert immer ein bisschen nach links. Das ist etwas schade, aber dennoch funktioniert der Joystick ansonsten recht gut. Nun, jetzt muss man aber auch sagen, dass dieses Spiel nicht optimal für Joystick ist, denn man fliegt ja nicht nur in diesem Spiel und schießt geradeaus, wie das normalerweise bei einem Flugzeug der Fall ist, sondern die, wenn ihr hier seht, die Kanonen sitzen auf kleinen Türmen und die können sich nochmal unabhängig bewegen. Deswegen werde ich mal ein kleines Spiel mit Joystick und mein kleines Spiel mit Maus und Tastatur machen. Dann werden wir mal sehen. Ich will dieses Schiff hier mal ein bisschen aufleveln, weil die anderen habe ich bereits auf der nächsten Stufe. Mit dem hatte ich auch mal eine Fregatte, aber Fregatten waren dann doch nicht so meins. Ich flieg doch lieber Raumjäger. So, dann gehen wir mal auf Kampf. Das hat man hier jetzt Auswahl, PvP, ganz normal, PvE, auch ganz normal. Hier hat man die Galaxiekarte. Da kann man sich direkt neben Missionen aussuchen und man kann sich abdocken, dann kann man frei durch den Weltraum fliegen. Machen wir das mal. So, jetzt haben wir hier einen schönen Ladebildschirm. So. Warten wir mal, bis das Texture Pop-In fertig ist. Wunderbar. So, ganz... Dann fliegen wir mal los. Ich spiele jetzt mit dem Joystick. So, wie ihr seht, das Fadenkreuz ist mit dem Joystick immer nach vorne gerichtet. Wenn ich jetzt aber mit Maus spiele... Achso, ja, Moment. Ich müsste ja den Joystick ausschalten, damit die Maus funktioniert. Dann muss ich das kurz einstellen. Geht man ganz einfach in die Tastenbelegung und da haben sie mittlerweile einfach... Joystick-Einstellungen. Dann machen wir den Joystick-Support aus. Anwenden. Okidoki. Und dann, ja, wie ihr seht, man kann die Türme unabhängig von der Flugrichtung steuern. Und ja. Das ist dann natürlich ein kleiner Nachteil. Oder wird geballert. Jetzt nur wieder den Joystick einschalten, weil, wie gesagt, sowas spielt man mit Joystick. Da hat man einfach das richtige Gefühl dabei. Es kommt einfach einem realer rüber. So kann man sich besser in der Spielwelt verlieren. Und das ist ja schlussendlich das, was du tun möchtest. Die lassen einem aber auch nichts übrig, oder? Bei mir ist es tatsächlich, das war gestern eine Runde im PvP. Da ist es tatsächlich so weit gekommen, dass ich wirklich angefangen habe, hinter mich zu gucken. Also irgendjemand hat von hinten auf mich geschossen und ich dachte, oh scheiße, hinter mir ist einer und habe mich umgedreht. Ja, so echt macht der Joystick das Spielerlebnis. So, dann fliegen wir mal wohin. Mitgliedschaft in einer Kooperation wird benötigt, um diesen Sektor zu besuchen.
Ich werde vielleicht in nächster Zeit ein paar mehr Videos machen auf Spielen, die man mit Joystick spielen kann. Denn ehrlich gesagt, ich mag sowas zu tun. Und ich habe gehört, dass man Mech Warrior mit Joystick spielen kann. Und da denke ich mir, das wird bestimmt genial. Dann suchen wir nochmal dahin zu fliegen und danach machen wir aber mal ein PvE-Game, weil so. Der Modus hier mit so wenigen. Es passiert recht wenig und das. Und wenn was passiert, dann dauert es immer ewig, ehe man da ist. Und dann ist es meistens schon vorbei. Deswegen denke ich mir, dass das hier nicht so interessant in einem Video rüberkommt. Ein Problem, was ich mit dem Spiel noch habe, ist. Oh. Wie, ich habe keine Interaktion. Ein Interaktionsknopf. Ich habe doch einen. Wieso sagt er, dass der nicht gebunden ist? Zoomen. Ach nee, warte. Ja, C. Wieso sagt er, dass Interaktion nicht gebunden ist? Tja. Wir werden es nie erfahren. Okay. Hier fliegen Leute rum, die man abballern kann. Wenn man dann irgendwann mal zu ihnen kommt. Ich finde es irgendwie lustig, dass man. Dass man das Schießen der Waffen im Weltraum hört. Wie auch immer sie das anstellen. So. Na. Ich muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Was? Was zum Teufel? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dann starten wir mal ein PvE-Game, ne? Ich werde kurz die Aufnahme unterbrechen, damit ihr den Suchprozess euch nicht mehr ansehen müsst. Und los geht's. So. Jetzt sind wir auch schon im PvE-Game. PvE ist recht einfach. Man hat immer drei, meistens drei Aufgaben, manchmal sind es auch mehr. Attention, this is your captain speaking. Our mission is to repel the enemy attack at all costs. Hold on. Ja, das ist unsere Aufgabe. Verteidigen. Ich habe die. Mann, ich habe wirklich sehr wenig mit dem Links gespielt. Naja, ich mag diese leichten Jäger auch nicht so, weil das ist eher ein leichter Jäger. Ach so, darum habe ich noch gar nicht geredet. Okay. Was ich noch gar nicht erzählt habe. Die Schiffe an sich sammeln Erfahrung. Und wenn sie das tun, steigen sie im Rang auf. Und dann kann man sich irgendwann in der Linie dieses Schiffes ein neues holen. Und im Grunde genommen funktioniert es in dem Sinne genau wie World of Tanks. Na. Ja, ich muss mich wirklich noch sehr daran gewöhnen. Das ist eine Sache, die mich wirklich an dem Spiel nervt. Dass man einfach so stehen bleiben kann.
Das, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie nicht. Denn für mich war es immer so, das Tolle an solchen Spielen, es geht immer voran, egal was passiert, du fliegst immer vorwärts. Und wenn du dann einfach stehen bleibst, ist dieses Gefühl, dass du immer vorankommst, irgendwie weg. Okay. Alter, wie lange braucht er? Oh! Hilfe! Ich bin ein Bird of Prey. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen Klingonisch sprechen. Gehört hier unten lang und hier hoch. Yeah! Oh. Ich hab noch nicht richtig anvisiert, ich Idiot. Na. Genau so macht man das. Ja, und wie gesagt, es stört mich irgendwie ein bisschen. Weil jetzt bin ich im Grunde genommen Geschützturm und kein Raumschiff. Okay, gut. In Scrapland kann man mit seinem Raumschiff auch genommen stehen bleiben. Aber Scrapland ist ja, versucht ja auch nicht eine Space Sim zu sein. Und dieses Spiel, also die Entwickler dieses Spiels, versuchen es ja direkt an Fans von Space Sims zu vermarkten. Und insofern, ja, dann vermarktet ihr es an die falschen Leute, weil das ist keine Space Sim. Versteht mich nicht falsch, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ein Spiel keine Simulation ist. Ich mag auch mal unrealistischere Spiele. Habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, dass unrealistische Spiele mir auch Spaß machen. Okay, andererseits, wie will man denn ein Spiel über Raumschiffkampf realistisch gestalten, wenn es doch in Wirklichkeit noch gar keinen Raumschiffkampf gibt? Okay, komm her. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich an Raumschiffkampf denke, dann denke ich mir, das sollte so sein wie Kampf mit Jets oder normalen Flugzeugen halt. Ich weiß nicht, das ist einfach so mein Gefühl dabei. Ja, genau deswegen nervt das. Man fliegt dauernd an den Leuten vorbei. Extrem nervig. Na komm schon. Wunderbar. Gut, nehmen wir mal ein anderes Schiff. Ja, also für Fans von Space Sims ist es nichts. Das ist wie mit, dem neuen Ace Combat. Also was heißt neu, also es ist das neue Ace Combat von vor ein paar Jahren. Es ist ein cooles Actionspiel, aber wirklich nichts für Leute, die auf Simulationen stehen. Und wie gesagt, dagegen habe ich überhaupt nichts. Gut, andererseits hat sich Ace Combat auch nicht als Flugsimulation beworben. Die Leute haben nur gedacht, es würde eine Flugsimulation sein, weil Ace Combat halt früher eine Flugsimulation war. Und ich finde aber, die Art und Weise, wie das neuere Ace Combat war,
hat es sich gut mit der Zeit mitentwickelt. Wenn man bedenkt, dass es eigentlich keinen Übergang gab, da die Ace Combat-Reihe so lange keinen neuen Teil hatte. Ja, jetzt muss ich hier aber mal schnell raus. Jetzt bin ich gleich Toast. Boah. Sehen wir doch mal. Ich wollte gerade der Raumstation sagen, dass sie mir aus dem Weg gehen soll. Sehr clever. Sehr, sehr clever. Ugh. Ich kann gar nicht so viel reden, ehrlich gesagt. Oh oh, ich bin bald Toast. Bald bin ich Toast. Alles oder nichts, sozusagen. Oh, habe ich überhaupt noch Verbündete? Sind die jetzt alle hinter mir her? Hilfe! Hilfe! Nein! 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 Puh! Mist. Okay. Sehr gut. Hey, ich war der letzte Überlebende. Kacke. Gut, ja. Ja, wie ihr seht hier, man hat diese Synergie und damit sammelt man dann halt und damit kann man dann halt im Level aufsteigen. Und wieder gibt es freie Synergie, wie halt die freie Erfahrung in World of Tanks. Es ist World of Tanks im Weltraum. Ja, nicht gesagt, das trifft sogar ein bisschen zu. Okay. Gut. Was haben wir hier? Ich glaube, mein am weitesten fortentwickeltes Schiff ist X. Da hatte ich zwischendurch dann die XS und dann die XX. So, hier. Fregatte. Ugh, keine Fregatten mehr, bitte. Ja, und wie ihr seht, ja, die entwickeln sich halt so weiter. Ja, wie es halt auch in World of Tanks der Fall ist. Und es gibt drei Fraktionen und ja. Ist eigentlich alles, was man so wissen müsste. Ja, und wie es auch bei World of Tanks der Fall ist, man hat halt immer, denkt sich so, okay, es gibt so ein spezielles Schiff, das ich dann unbedingt haben möchte. Und ehrlich gesagt, hier wäre es der T-Rex. Obwohl ich eigentlich keine Fregatten mag, aber dieses Design sieht einfach genial aus. Ja, gut, ich schweife ab. Ja, also an sich, es macht wirklich Spaß mit Tastatur und Maus. Aber ich bin halt so einer, der sich denkt, wenn ich so ein Spiel habe, dann kann man auch mal seinen Joystick auspacken. Also den Joystick, um den Computer zu steuern, nicht den anderen Joystick in der Hose, wenn ihr ein Junge seid. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. Gut. Na, jetzt habe ich es wieder. Ja, es macht wirklich Spaß mit Tastatur und Maus. Und wie gesagt, ich mag halt eher bei sowas die Joystick-Steuerung. Aber in beiden Fällen ist es definitiv ein spaßiges Spiel.
Ich würde noch nicht mal sagen, dass es Pay-to-Win ist, weil mir wurde von einigen Leuten gesagt, das ist so Pay-to-Win, das kannst du doch nicht spielen. Und da denke ich mir so, nein, ist es eigentlich nicht. Weil das Einzige, für das du richtig so wirklich bezahlst, ist eigentlich mehr die Bemalungen, Sticker und so ein Scheiß. Tja, wenn man auf sowas steht, dann, ja, dann kann man dafür Geld bezahlen. Und man kann natürlich die freie Synergie in Synergie für dein Schiff umwandeln und das kostet auch nochmal echt Geld, aber es ist nicht wirklich Pay-to-Win. Es ist ein gutes Free-to-Play-Spiel. Und es ist mal angenehm, mal wieder was im Weltraum zu spielen, weil ehrlich gesagt das Weltraum-Genre ist in letzter Zeit ein bisschen... wird nicht genug bedient für meinen Geschmack. Gut. Das wäre... Star Conflict. Gibt nicht mehr wirklich viel drüber zu sagen, weil eigentlich haben schon so viele Leute... Das Spiel gibt es eigentlich lange genug, ich brauche es euch eigentlich nicht mehr erzählen, ne? Aber ich wollte einfach mal feiern, dass ich jetzt wieder einen Joystick habe. Gut. Dann. Würde ich mal sagen, dass wir hier fertig sind. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.